Wunderschönen guten Morgen. Heute geht es mit einem für mich ungewohnten Fahrzeug auf Testfahrt. Und zwar mit der Honda CRF 300 Rally. Falls euch das interessiert, dann bleibt dabei. Im Stadtverkehr fährt sie sich sehr angenehm. Das habe ich aber eh schon gewusst. Weil sie eben so leicht ist, schwimmt man eigentlich schön mit der Kolonne. Ich war jetzt bei der Tankstelle und habe mir um sage und schreibe 3,40 Euro eine Tagesvignette für die österreichischen Autobahnen gekauft. Weil ich möchte heute bei der Fahrt so eine Fahrt am Tät simulieren. Eine Fahrt am Tät ist meistens zuerst ein bisschen im Stadtgebiet, auf Überlandstraßen, aber auch für mich zwischendurch auf Autobahnen, um Kilometer zu machen. Und um einen recht objektiven Test zu machen, ist es mir wichtig, dass ich auch ein Stückchen auf der Autobahn fahre. Das sind jetzt so ca. 40 Kilometer von Graz Richtung Süden, die ich fahren werde. Und möchte schauen, wie sie sich auf der Autobahn hält. Ich bin jetzt schon im Süden von Graz. Da ist der IGL, das heißt, man darf nur 100 fahren. Ich bemühe mich also einen 100er einzuhalten, fahre mit dem sechsten Gang. Und sie dreht da schon bei 6000 Umdrehungen, die kleine Honda. Mir kommt vor, sie strengt sich aber nicht besonders an. Nur der Akrapovic, der macht halt anscheinend einen Lärm unter mir. Was aber auf jeden Fall im Erträglichen ist. Wenn man die Geschwindigkeit noch ein bisschen erhöht, auf 110, dann ist man, so wie da, 112 schon annähernd bei 7000 Umdrehungen. 115, aber kein Problem. Ich schwimme da eigentlich mit dem Kolonnenverkehr und das macht sie recht gut. Ein Überholmanöver. Also da sind noch Reserven da, das spüre ich. Das ist noch lange das Ende des 120. Lustig ist, der Schaltblitz sagt jetzt ein, ich soll auf die 7. schalten. Nur ich habe keinen 7. Gang. Mittlerweile bin ich schon in Leibnitz angekommen. Die Autobahnfahrt hat sich wirklich bravourös gelöst. Also das ist wirklich viel besser gegangen, als ich gedacht habe. Und es ist überhaupt kein Problem, mit ihr auch Stücke auf der Autobahn zu fahren. Was mir auch sehr gut gefällt, ist das gut ablesbare Display, das Windschutz, das wirklich auch den Wind abhält und die Spiegeln, bei denen man gut nach hinten sieht. Auch vom Überholen braucht man sich nicht zu fürchten, das geht auch zügig vonstatten, auch wenn es nur ein kleiner VW Fox ist. Aber hier auf der Sulmdaler Bundesstraße kann man locker einen 100er fahren. Die Originalbereifung ist angenehm, liegt gut auf der Straße, macht nicht so viel Lärm. Das, was man da hört, ist der Akrapovic-Auspuff. Aber in Summe funktioniert auch die Bundesstraße recht gut. Da hinten sieht man schon langsam das Einsatzgebiet, wo ich hin will. Das ist die Remschnick, da im Süden der Steiermark. Auf dem Grenzkamm auf der anderen Seite ist schon Slowenien. Und dort ist das Reich der Schotterstraßen. Und für das ist sie eigentlich gebaut und dort will ich hin. Die Anreise dorthin ist so knapp von Grad 60 Kilometer. Aber das ist mit der Honda wirklich sehr gut machbar. Es funktioniert wirklich top. Also der Sattel ist sowas von bequem. In meinen Augen, ich bin was anderes gewohnt. Auf allen Seiten von der Husqvarna, natürlich aber auch was Bequemeres von der Triumph Tiger 900 Rally Pro. Was mich auch fasziniert, ist das Display da von mir, dass das auch bei Sonne, egal von wo sie kommt, so gut ablesbar ist. Füße ja nicht um, sie zeigt die Geschwindigkeit, den Drehzahlmesser, er zeigt die gefahrenen Kilometer, die Uhrzeit und eine Ganganzeige hat man. Die wird schon zweimal stehen bleiben heute und die Gänge gelten wirklich ganz exakt raus. Das ist auch faszinierend. Das ist nicht einmal bei meiner Tiger so exakt, dass wenn man da stehen bleibt, den Gang aussieht, das geht klack und es ist im Neutralgang. Ohne dass man herumspülen muss, das ist wirklich lässig. Die Beschleunigung ist meiner Meinung nach nicht schlecht.
Also mir reicht es, ich bin nicht der extreme Harzer, auch nicht mit meiner Digger oder mit der Husqvarna. Es zirkt dann nicht hinten vom Sattel ab, aber zum Reisen ist das heftig nur und der 100er ist relativ schnell erreicht. Jetzt bin ich schon auf den kleinen Landstraßen, auf den asphaltierten Landstraßen da in der Südsteiermark unterwegs und ja, da ist das kleine Hinterl. Da setze ich mich kurz her und gebe euch einmal ein Feedback zu den ersten zwei Sachen, eben zur Autobahn und zur Landstraßen, wie ich das so empfunden habe. Aber zuerst einmal mache ich Pause mit einem kühlen Getränk und dann geht's weiter. Ja, verdursten braucht bei uns in der Südsteiermark keiner. Wenn der Buschenschank nicht offen hat, die sperren meistens um 13 Uhr auf, dann gibt es solche Hitten, so wie da. Und da kann man sich einfach selber was nehmen, schmeißt da in die Kasse das Geld rein und kann so die Köstlichkeiten der Südsteiermark genießen. Es gibt Säfte oder Wein. Jeder wie er mag. Ja, die ersten zwei Teile sind bereits absolviert. Das heißt, ich bin auf der Autobahn gefahren und ich bin auf der Landstraße gefahren. Zuerst zur Autobahn. Ich möchte sagen, sie schlägt sich weit besser, als man glaubt. Sie ist zwar ein leichtes Gerät mit 153 Kilo, wie wir wissen 27 PS und 300 Kubikzentimeter, aber das funktioniert auch auf der Autobahn in Reisegeschwindigkeit mit so einer Maschine. Das heißt, ich fahre nicht mit 140, aber mit 110 bis 120 km/h ist es einwandfrei zu meistern. Für uns als Date-Fahrer ist es natürlich interessant, dass man von daheim wegfährt, von Graz, bis ich unten bin am Date Kroatien oder Bosnien, sind 400 Kilometer zu absolvieren und da würde ich mich nicht scheuen, mit der Maschine zu fahren. Im Vergleich zu meiner Husqvarna FE450 war das wirklich eine Strapaz, wie ich das einmal gefahren bin und da ist besser, man reist mit dem Hänger an oder man reist mit dem Bus an. Wie schlägt sie sich auf der Landstraße? Auch auf der Landstraße kann sie mich überzeugen. Sie ist also agil genug, um im Verkehr bei 80, 90 km/h zu überholen. Der Überholvorgang dauert nicht lang, wie man gesehen hat. Man ist relativ schnell gefahren und das funktioniert auch einwandfrei. Also bis jetzt habe ich noch keine Mängel feststellen können, dass ich sage, nein, mir wäre es zu wenig Leistung oder das Windschild ist nicht gut genug. Das hat an und für sich gut funktioniert. Was mir auf jeden Fall nicht so ganz gut gefällt, obwohl der Klang außergewöhnlich gut ist, ist der Akrapovic-Auspuff. Der ist zwar lässig zum Fahren, hört sich an, aber mir ist der zu laut. Ich merke es jetzt schon wieder bei meinen Ohren. Sie sind schon wieder ein bisschen zugefallen. Also man müsste da auf jeden Fall meiner Meinung nach mit Gehörschutz fahren. Ich habe einen sehr guten Gehörschutz mir machen lassen von einem Hörgeräteakustiker meines Vertrauens. Der ist mein Ohr ausgeschaumt worden und es liegt wirklich an. Die Schwimmer haben sowas auch. Das war nicht billig, aber das nutzt sehr gut. Ja, die ersten zwei Teile, wie gesagt, hat sie sehr positiv absolviert. Aber jetzt kommt eigentlich der Test, für den sie wirklich gebaut ist. Jetzt kommt erstens einmal eine Schotterstraße, die an und für sich recht einfach zu fahren ist. Da bin ich schon gespannt, wie sie funktioniert. Ich bin aber überzeugt, dass sie das auch gut macht. Und dann kommt ein recht kniffliges Enduro-Stück, möchte ich sagen. Das heißt, es ist ein Waldweg, es ist feucht, es ist steil. Es sind wahrscheinlich ziemlich viele Locken dort und es ist Gatsch. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie sie sich da schlägt. Und dazu gibt es dann anschließend gleich einen Bericht. So, jetzt haben wir mal probieren, ob man im Weingarten fahren kann damit. Ja, geht eh. So Weingarten ist nicht, aber neben vorbei. Alles gut. Schaut euch einmal den Ausblick an. Und das ist das Reich des Schotters. Da unten ist das Sulmtal bzw. Sackautal. Und da sind die Schotterstraßen. Da stellt sie sich wirklich gut an. Mit der kleinen Honda ist man nicht dauernd überfordert, wenn man Gas gibt. Im Vergleich mit meiner 450er, das war dauernd immer zum Aufpassen mit dem Gas geben. Da habe ich das Gefühl nicht, da kann ich einfach Gas geben, so wie jetzt. Und das reißt man nicht dauernd das Heck durch, links und rechts und schwanzelt weg. Das ist so einfach nicht. Man kann einfach Gas geben und sie beschleunigt, aber ohne dass man dauernd im Grenzbereich ist. Da ist jetzt ein nasser Waldweg. Das ist bereits Slowenien jetzt da. Aber für das ist sie gebaut, wie es ausschaut. Jetzt gebe ich Gas, ja. Es beschleunigt, aber wir sind nicht im Grenzbereich. Und ich finde, das macht es aber auch alles aus. Das ist angenehm. Also wenn ich dauernd immer
am Anschlag vor. Was natürlich auch ist, ist das Wilbers-Fahrwerk. Da muss man die Ingenieure gratulieren, was sie da entwickelt haben. Das selbst bei meinem Gewicht schlagt da nichts durch, federt angenehm, ist weder zu hart noch zu weich. Das ist wirklich lässig. Also wenn man sich die Maschine kauft, dann sollte man wirklich ins Fahrwerk investieren, weil das andere ist angeblich zu weich. Ich bin es nie gefahren, aber das ist optimal. Auch im Stehen fahren. Wirklich lässig. Da geht es jetzt da rein. Das ist so ein Date-Gelände, kann man sagen. So wie es mir halt taugt. Das ist kein Motocross-Gelände, das sind einfach Schotterstraßen, die man da fahren kann, erlaubterweise, weil es gibt nichts anderes. Und da ist es optimal. Es gibt da weiter vorn dann, da kommen wir jetzt hin, ein paar kniffligere Stücke. Und da bin ich gespannt, wie sich da tut. Ah ja, mir fällt ein, ich schalte jetzt einmal das ABS aus. Da ist ein Knopf auf der rechten Seite, den muss man gedrückt halten. Ja, jetzt ist das ABS deaktiviert, man sieht es an dem orangen Zeichen da. Und jetzt ist hinten kein ABS mehr. Schauen wir, wie das tut. Im Schotter. Jawohl, man kann ein bisschen driften. Ja, das geht gut. Das ist lässig. Leicht anbremst, die Kurven quergestellt, kommt man durch. Und wie gesagt, ich persönlich fühle mich nicht überfordert. Vorne habe ich ABS, hinten kann ich anbremsen, das Moped ist quer, Gas, weiter, scharf, schärfere Rechtskurven, anbremsen, driften, genau, hoppala, 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 hoppala. Das war fast zu viel, aber alles okay. So. Ja, übertreiben sollte man es nicht, wie man gesehen hat, aber passt schon. Ja, man fängt es auf jeden Fall leicht ab wieder. Das ist, wenn ich das mit meiner Tiger mache, da kann ich auch das ABS ausschalten, dann liege ich. Hey. Weil die halte ich nicht, die 220 Kilo. Die 153 Kilo, und den rechten Fuß habe ich gegeben, dann haltet das. Das ist halt der Vorteil an weniger Gewicht beim Enduro-Fahren. Jetzt wechselt es von Schotter auf leichtes Enduro-Gelände. Man sieht es an dem Wanderer. Hallo! Da wird es enger, steiler und lässiger. Durch den Regen ist es ganz schön rutschig, aber kein Problem für die kleine Rallye. Ja, aber für mich vielleicht, boah, ist mir das Vorderradl weggerutscht. Da ist gleich gescheiter aufstehen, da ist wirklich rutschig die Starter. Jetzt wechselt es auf Single Trail. Gatsch, locken. Da mal locken, das kenne ich schon. Mitte durch, sehr brav, jetzt geht es bergab. Auch ziemlich steil, besser aufstehen. Ein bisschen nach hinten aufsetzen. Da ist wieder die Locken, der ist immer recht voll. So, da fahren wir gleich Zeit vorbei. Die nächste Locken, da sollte man immer gemäßigt fahren, also ich halt. Oh, das ist eine größere Locken. Ah, Mama mia. Oh, ist eine schöne Locken, ja. Da
fahre ich gemütlich durch. So. Ja, geht gut, geht gut, geht gut, geht gut, geht gut, geht gut. Sehr brav. Da fühlt sie sich wohl. Das Fahrwerk schluckt mir alles weg. Auf in Hullweg. Da möchte man ja noch schneller, aber noch schneller kann ich nicht. Wieder ein bisschen aufstehen. Bergab. Jawohl. Locken. Kleine. Und eine große. Wo nehmen wir die? Rechts oder links? Ja. Nehmen wir da. Nehmen wir da. Mal bohren ein bisschen. Ja, mit den Locken hat es heute, durch die Regenfälle der vergangenen Tage, da fahren wir jetzt außen vorbei. Ah, da ist wieder eine. Ah, voll eine. Aber ja, wasserdichte Stiefeln. So, jetzt kommt eine steile Auffahrt. Erzberg Trophy. Ja, so 20 Grad. Aber oh, das geht auch. Alles easy cheesy mit der Maschine. Wirklich easy cheesy. Selbst für mich als mittelmäßigen Fahrer. Da möchte ich auf keiner größeren sitzen jetzt. Bei den Verhältnissen da. Das war der Enduro-Teil dieser Strecke. Und jetzt geht es wieder gemächlich auf Schotter weiter. Wie hat sie sich geschlagen? Auf Schotterstraßen und leichten Enduro-Gelände. Ich persönlich muss sagen, ich war begeistert. Zuerst die Schotterstraßen. Es sind da langgezogene Kurven, enge Kurven, Locken und alles Mögliche, was es so gibt halt, wenn man auf dem Date fährt oder so ähnlich wie am Date da fährt. Und da hat sich die Bravo alles geschlagen. Ich habe, wie Sie gesehen haben, das ABS deaktiviert. Da kann man die Kurven leicht anbremsen. Man kann einen leichten Drift setzen und kann Gas geben. Und bei dem Gas geben ist man dann nicht überfordert, dass man das Heck überholt, wie bei meiner Husqvarna 450, wie das oft der Fall war. Dann drast die dann ein. Da wird es dann mal ziemlich heiß, aber das ist da nicht der Fall. Wenn du in Schleudern kommst, das habt ihr auch gesehen, dann fangst ein Gerät mit 153 Kilo relativ leicht ab. Und das hat mir irrsinnig getaugt, wäre jetzt mit meiner Triumph Tiger gefahren und wäre mir das Heck so ausbrochen, dann wäre ich schon gelegen da. Und das ist halt mit so einem leichten Enduro-Bike nicht der Fall. Das hat mir sehr gut getaugt, Pluspunkt für die Honda. Dann habt ihr vielleicht gesehen, das leichte Enduro-Gelände, da geht es wirklich ein bisschen steiler rauf, ich glaube so 20% in etwa. Zwischendurch auch wieder runter, Lacken, tiefe Lacken, schmale Wege und auch Felsen auf dem Weg. Und auch dort ist sie gut gemacht, ich bin natürlich aufgestanden und habe das versucht unter mir auszutarieren, das Ganze, und es funktioniert perfekt mit dem Gerät. Mit einer schwereren, ich möchte da nicht, also ich würde es mir nicht zutrauen, mit einer GS da zu fahren, ich glaube, da hätte es mich voll zerlegt. Und ich glaube auch nicht, dass ein weit besserer GS-Fahrer schneller wäre auf dieser Strecke als ich. Wobei, mir geht es auch nicht um Geschwindigkeit, ich tue Enduro wandern, nur ich weiß, was möglich ist, welche Geschwindigkeit mit einem schweren Enduro möglich ist und was mit so einem leichten Enduro möglich ist. Fazit! Hat mir die kleine Honda CRF 300 Rally überzeugt? Ja, sie hat mich überzeugt. Ich bin eigentlich nicht der, der immer sagt, man braucht nicht mehr. Doch bei diesem Motorrad komme ich in den Versuch zu sagen, man braucht wirklich nicht mehr. Sie ist auf der Autobahn top, man kann mit der Reisegeschwindigkeit mitfahren, man ist schneller als die LKWs. Man kann auf Landstraßen fahren, mit einem 100 oder 110 km/h ist sie noch weiter überfordert. Man kann auf Schotterstraßen fahren, so wie da, optimal, auch bei Regen mit den Raffen, sind die Originalraffen funktioniert. Und man kann leichtes Enduro-Gelände fahren. Natürlich nicht Hardcore-Enduro, nicht den Erzberg, also das auf gar keinen Fall, aber für das, was ich fahre, den Date zum Beispiel, ist es, glaube ich, ideal. Und man kann bei dem Motorradl auch ein Gepäck anbringen. Ich habe so ein Moskomoto Reckless 80 und das lässt sich da sicher optimal platzieren. Was man allerdings machen muss, davon bin ich überzeugt, man muss ein anderes Fahrwerk einbauen.
Das Wilbers Fahrwerk ist so professionell und ist so stabil bei diesem Motorrad, dass es wirklich unglaublich ist. Und mit meinem Gewicht auch, also ich war total begeistert, wie das mich abfedert. Es schlägt nicht durch und es macht wirklich sein Ding, was es soll. Was ich auch noch unbedingt empfehlen würde, falls man sich die Maschine kauft, das ist ja nicht meine Maschine, wie ihr wisst, das sind Kurtl seine Maschine, ist die Sturzbügel. Es ist doch viel Plastik da verbaut auf der Seite und da fühle ich mich mit den Sturzbügeln weit besser. Natürlich auch die Handguards sind zu machen. Ob ich den Akrapovic rauf tun würde, das ist Geschmackssache. Klingt irrsinnig glas auf solchen Schotterstraßen oder im Gelände, wenn es einmal bumst oder vielleicht im Ortsgebiet, wenn man mal druckt und es schießt hinten. Aber für die Dauer, ich weiß nicht, ob es mein Gehör aushält. Aber das ist Geschmackssache. Und so kann ich an und für sich die Honda nur empfehlen und ist bei mir sicher in der näheren Auswahl für das nächste Motorrad. Was es werden wird, wird auch noch dann veröffentlicht, wenn es soweit ist. Ich weiß nicht, wann es soweit ist. Ich bin noch am Überlegen. Aber sie hat jetzt, muss ich sagen, mein Herz erobert. Also ich bin begeistert, war jetzt erst nicht so von ihr, vom Ausschauen. Ja, schaut sie top aus, aber mit den 27 PS habe ich gedacht, wer weiß, ob das reicht. Aber ich glaube, für das, was ich tue, sind die 27 PS genug. Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Lasst mir bitte, wenn ihr mehr von dem Ganzen sehen wollt, ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr versäumt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute, danke fürs Reinschauen und Baba!